Hey Leute und damit herzlich willkommen zu Ultimate Trial. Im letzten Part haben wir das große Finale gehabt. Wir haben Ganondorf bezwungen, wir haben Shiba bezwungen. Wir sind frei. Wir haben unsere Seele erlöst. Aber es gibt noch eine Herausforderung, die uns bevorsteht. Wir haben alle Items, bis auf dieses eine hier. Da unten rechts in der Ecke fehlt quasi noch etwas, was wir gerne hätten. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber ich möchte es haben. Und dafür müssen wir hier in der Absil-Arena von Ebene 1 bis Ebene 100 kämpfen und diese bestehen, um vielleicht dann das letzte Item zu bekommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir zusammen da heute rein. Das wird auch ein bisschen ein separates Video sein, also für Leute, die das jetzt gucken und aber gar nicht in Bezug auf das Projekt sind. In der Videobeschreibung müsste eine Verlinkung für die Playlist sein. Schaut da gerne rein, um das komplette Projekt euch anzusehen. So, jetzt geht's aber erstmal rein. Der Typ sagt, ich sehe, du hast alle Seelen befreit, du bist wirklich eindrucksvoll. Ich habe diese Arena erschaffen, mit Hilfe von Shiba. Wir machten sie zu einem schwierigen Schlachtfeld. Früher liebte ich den Nervenkitzel des Kampfes, das Gefühl, mit Stahl gegen mein Schicksal zu kämpfen. Jeder Moment war ein Kampf um Leben oder Tod. Am Ende konnte ich nur 99 Wellen bewältigen und brach schließlich zusammen. Die Freude am Kampf war weg, einzig nur der Schmerz war mir noch geblieben. Jetzt warte ich hier und hoffe, dass ein echter Krieger meine Grenzen übertrifft und 100 Wellen schafft. Glaubst du, du könntest dieser Krieger sein? Hast du das Zeug dazu, noch weiterzugehen? So, genau. Da gehen wir jetzt rein. Wir schaffen heute die 100 Wellen. Ich habe mich schon dementsprechend mit Tränken vorbereitet. Wir haben alles schön an Items voll. Alle Ausrüstungen sind bereit. Und wir spielen auf Schwierigkeitsstufe leicht, damit wir es auch wirklich schaffen. Hier geht es heute wirklich nur um den Fortschritt willen. Okay. Wir gehen rein, Leute. Ebene 1. Let's go. Okay. Ich glaube, mittlerweile ist es auch random, was da spawnt. Oh Gott. Frame-Einbruch. Was ist denn jetzt los? Holy moly. Jetzt hat sie es wieder gefangen. Wahnsinn. Die Seifenblase war zu viel, Leute. Okay, die ersten Ebenen sind noch leicht. Ba, 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 ba. So, der Deku-Kerl. Wir lassen uns schön Zeit. Wir haben keinen Zeitdruck. Wir ziehen das heute schön in der Folge durch, Leute. Und machen alle 100 Ebenen weg. Ah. So, der ist ein bisschen eklig. Du willst nicht runterkommen, oder was? Hallo? Hä? Okay, die ist ein bisschen buggy unterwegs, die Skuldi. Was ist da los? So. So muss es weiterlaufen. Aber es wird natürlich auch immer schwieriger. Natürlich. So. Unseren ersten Treffer haben wir eingesteckt, ist aber nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Wir kriegen sehr wenig Schaden. Ja, das war wieder so eine komische Runde. Ja, mittlerweile ist das alles random. Vorher war das, glaube ich, festgelegt. Okay, warte, warte, warte. Da legen wir einfach eine Bombe hin. Dann ist der auch weg. Tschüss. Oh, die Sprengkraft ist ja auch erhöht, ne? Stimmt ja. Und ich freue mich auch schon, unsere Pfeile auszuprobieren. Also, wir haben jetzt die Bombenpfeile. Das wird in Kombination mit der Stoppuhr halt auch mega werden, denke ich. So. Easy peasy. Ja, ich bin guter Dinge, dass wir das heute schaffen auf leicht. Und wir sind gut vorbereitet. Pass auf, ich mache das jetzt einfach mal. Ich will mal ausprobieren. Zack. Zack. Einfach mal gucken, was passiert. Ja. Saugeil. Okay, werdet sehen.
Ah, shit. Deku-Kerle, ne? Deku-Kerle. Die sind nervig. So, Welle 11. So, das war's schon, ne? Ja. Das Geile ist, unsere Rüstung, die wir anhaben, die regeneriert ja Magie. Das heißt, wir können da dementsprechend ein bisschen chillen. So, das war schon die Welle. Easy peasy, lemon squeezy. So, tschüssi. Ja. Ich denke, wir werden es schaffen. Letztes Mal sind wir bei Ebene 51 war es, glaube ich. Haben wir das letzte Mal verkackt. Aber diesmal bin ich guter Dinge. Das letzte Mal war ja auch unser Ziel, nur Ebene 50 zu erreichen. Und da wusste ich auch gar nicht, dass es weitergeht bis Ebene 100. Hallo? Mittlerweile soll es sogar noch weitergehen, soweit ich das verstanden habe. So, und tschüss. Weil irgendwie ist mittlerweile das auf 2000 noch was hochgegangen. Also da geht es wirklich bis ins Unendliche. Aber unser Ziel ist jetzt erstmal nur Ebene 100 zu erreichen. Und ich denke, mit den Voraussetzungen, die wir aktuell geschaffen haben, mit den Items, die wir haben, schaffen wir das. Ja. Kann ich damit eigentlich auch was machen? Okay, also für das Vieh brauche ich auf jeden Fall den Boomerang. So, und dann machen wir hier wieder Enterhaken rein. Let's go. Ba-bam. Okay, läuft doch. Welle 18. Okay, da ist wieder irgendwas Unsichtbares, oder? Ach, so einer. Den kann ich ja nicht anvisieren. Doch, das. Hallo. Geht das? Hab ich da auch einen Boomerang unbedingt für, ja? Ist ja nervig. Aber ja, sieht so aus. Zack. Dü-dü-dü-dü. Und wieder so einer. Zack. Ich bin ja gespannt, ob auf Welle 100 der Typ mal runterkommt. Also Garnon, ne? Wie das ist. Fände ich irgendwie ganz cool, glaube ich. Oh. Hier ist ja was los hier. Ah, okay, der ist auch da. Zack. Aber das ist auch keine schwierige Ebene. Aber es ist krass, dass mittlerweile alles random ist, ne? Also als wir das erste Mal drinne waren, waren die Stufen, glaube ich, festgelegt, was passiert. So. Da werfen wir einfach eine Bombe. Und dann hat sich das auch erledigt. Ich glaube, ich wechsle hier gleich wieder auf die Uhr. Vorbereitung ist immer das Beste. Na klar. Da haben wir einen Treffer abbekommen. War alles noch im Rahmen, Leute. Ich mache mir noch keine Sorgen. Wir haben bis jetzt ein Herz und ein Viertelherz verloren. Und haben noch mega viele Kapazitäten, was das angeht. So. Weg mit euch.
23. Okay, let's go. Zack. So, und den Geist, das ist ja auch einfach ein Hit. Keine Probleme. Das war schlecht. Okay, weiter geht's. Warum muss der immer bei mir spawnen? So, und dann... Boomerang. So. Ende halt Ende. Und nächste Runde. Bam, 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 bam. Ach nö. So, zack. Hallo? Hallo? Wahnsinn. Und weiter geht's. 27 Leute. Ah. Aua. Ba-ba-ba-ba. Du-du-du-du-du. Natürlich. Komm schon. Ja, immer dieselbe Scheiße mit diesen Zombies. Jetzt habe ich richtig Schaden bekommen, ey. Boah, was passiert denn jetzt hier gerade? Das war ja mal eine richtig bekackte Runde. Boah, nein. Die war so schlecht, die Runde, Leute. Kommt, wie sie an. Schlag zu. Und hau ab. Irgendwo ist noch was. Ah, mein Kumpel. So, ah. Die hat mir jetzt gar nicht gefallen, die Runde, Leute. Die war echt schlecht. Aber es ist auch echt kacke, wenn so ein Zombie neben dir spawnt. Muss man ehrlich sagen. So, da ist er wieder. Oh. Da ist besonders viel los. Natürlich. Natürlich trifft er mich wieder. Okay, ich glaube, in solchen Runden sollte ich vielleicht... Okay, Gott sei Dank. Natürlich wird er unsichtbar. In solchen Runden sollte ich vielleicht einfach sofort unser Schutzschild wirken. Ich glaube, da unser Mana ja sowieso gerade voll ist, ist das keine schlechte Idee. Okay, gucken wir mal, was kommt. Ich halte das mal kurz die Zeit an. So. Dann mache ich mal kurz den. Von mir aus auch hier einmal. Und weißt du was, du kriegst auch einen. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so bin ich ein bisschen safe. Wir müssen halt für die nächsten Runden auch noch ein bisschen aufpassen. Ba-ba-ba-ba-ba. Ja, das war wieder doof. Zack. Hä, der geht einfach durch ihn durch. Wie dumm. Ich weiß gar nicht, ob das so effektiv ist. I don't know. Erwische ich den noch? Ne.
Killen wir den mit einem Bombenpfeil? Geht das? Ja. Wenigstens das funktioniert. Okay. Und hier bei den Zombies gehe ich jetzt auch mal auf Nummer sicher. Weil da können wir auch einfach mit dem Enterhaken ran und machen so und dann Sprungattacke und tschüss. Na, sichere Variante. So. So, bei den Schleimen, ne? Da wurde ja mal gesagt, wir sollen da auch einfach eine Bombe werfen, weil die irgendwie davon angezogen werden. Stimmt das? Naja. Mehr oder weniger, ne? Okay. Weiter geht's. Ja, genau. Da vielleicht einfach erstmal mit dem Hammer draufhauen. Ich hab ein bisschen Angst vor der Fledermaus. So, da kommt ein bisschen Feuer. Ja doch, war glaube ich ganz gut die Runde. Also ihr merkt, jetzt wird's anspruchsvoll, leer. Jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren. So. Was war das jetzt? Runde 36, okay. Ja, ist klar. Ist einfach klar. Okay. Oh, ich hasse es. Okay, pass auf. Wir gehen erstmal auf normale Pfeile. Ich gehe auf die Uhr. Wir machen erstmal so. Und ich baller erstmal ganz kurz diese Fledermaus hier weg. Keinen Bock auf diese Fledermaus. So. Dann Endororen. Tschüss. Weiter geht's. Schon wieder. Nee. Das ist noch eine. Okay. Ah, das war's schon? Hä? Manchmal verstehe ich die Runden echt nicht. Na gut, wer auch. Wäre auch, glaube ich, zu hart, wenn jedes Mal so eine krasse Superrunde wäre, ne? Okay. Haben wir geschafft. Weiter geht's. Runde 39. Okay, ich gehe erstmal wieder in den Stopp-Modus. Wir schießen auf jeden Fall erstmal diese Fledermaus weg. So, Hand. Zack. Und weg damit. Sehr gut. Das war eben eine 40. Ne, jetzt kommt eben eine 40. Jetzt wird es wieder schwieriger, ne? Oh Gott. Oh, Schattenlink ist auch am Start. Warte mal, ich gehe mal kurz in den Zeitmodus und hau die mal kurz hier weg. Die eine Fledermaus zumindest. So. Hat er sich gerade selber verletzt? Finde ich gut. So, das ist schon wieder doof irgendwie. So, jetzt habe ich ihn, ne? So, so machen wir das jetzt weiter. Ziehen einmal durch. So. Ebene 40. Ja, Schattenlink kann mies sein. Aber mit dem großen Schwert geht's eigentlich. So. Zack. Zack. Thank you.
So. Okay. Schön gemacht. Okay, pass auf. Wir machen jetzt im besten Fall einfach so in einer Reihe. War das ein Doppelhit? Nee. Schade. Hätte ja mal klappen können. Weil normalerweise durchbohren ja die Pfeile die Gegner. So, jetzt geht's langsam in Mana-Probleme über. Deswegen, ich würde jetzt erstmal wieder ein bisschen weniger Mana benutzen, glaube ich. Ah, jetzt kommt doch das Vieh. Was ist mit dir? Natürlich weichst du aus. So. 44. Aber wir sind jetzt bald auch bei der Ebene, wo ich das letzte Mal versagt hatte. Das sieht erstmal gut aus. Natürlich. So, Hand. Okay. Alter. Es wird zunehmend schwerer. Jo. Alles klar. Okay, ich glaube, es ist gekommen, die Zeit, dass ich mal das hier benutze. Oh, ich habe gar nicht genug Mana. Ja, nice to know. So. Ja. So. Tschüss. Okay. Der ist jetzt kein Problem mehr. Ich gehe aber erstmal wieder auf die Uhr. Und tschüss. Okay. Und weiter geht's. 46. Sehr schön. So, da ist ein Goldener am Start. Ja, genau. Zack. Okay, war's das schon? Ja. Rein in die nächste Runde. 47. Okay, einer von den Dicken. Hilfe. Tschüss. Der kriegt auch einen. Was haben wir da noch? Komm, den schieße ich auch gleich einen Pfeil ins Gesicht. Sehr schön. Und weiter geht's. 48. Na komm. Oh ja, die war gut, die Runde. Die hat mir gefallen. Hallo? Dudelülü. Okay, direkt. Nein! Ist klar. Okay. Nee, nicht so rumschreien. So. Und jetzt ist easy. Ha, schön. Das war Ebene 49. So, und weiter geht's. So. Die Ebene hatte ich dann noch und dann hatte ich verkackt. Beim letzten Mal. Keine Ahnung, ich mach mal ein paar Bomben. Stell mich mal hinter den. Oh ne. Oh, ich hab ihn schon erwischt, ne? Mit einer Bombe. Tatsächlich. Ist er tot? Hey, geil. Das war Ebene 50. Jetzt kommt 51. Hier hat man das letzte Mal versagt. Soweit ich weiß. Wo
Oder nee, ich glaube, die hat man noch. Danach hat man versagt. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, der hat überhaupt... Ja, genau. Der hat überhaupt keinen Angriff mehr gemacht. So, tot. Boah, wenn jetzt alle Ebenen so werden, ne, das wird halt heftig. So, 52. Okay. Okay. Schön. Oh, natürlich ist noch so einer da. Das reicht ja noch nicht. Na komm her. Huch. Oh. Okay, ich mache mal aus Sicherheitsgründen einen Safe State, Leute. Einfach nur, falls irgendwas, ein Fehler auftreten sollte, etc. pp. Dass wir da ein bisschen gewappnet sind. Da kommt jetzt jede Runde so ein Vieh, oder was? Na klar, und er noch. Der auch noch. Shit, das war schlecht. Ja, von dem sollte man sich eigentlich nicht treffen lassen. Weil das sehr weh tut. Okay. Der komische Dämon aus Dark Souls, ne? So krank. Hallo. Meine Güte, ey. Meine Güte. Natürlich, da ist er wieder. Was ist denn mit dir? Boah, aber ein Hit, ne? Ein Hit, der ist tot. Da ist er natürlich auch wieder am Start. Was ist denn mit euch? Okay, es wird anstrengend jetzt. Das geht jetzt bis Ebene 100 durch, oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn? Raubschleim-Modus an, oder was? Warte mal. Oh Mann, der macht doch noch so Schaden. Oh, wenigstens war diesmal kein Dämon dabei. So, tschüss. Du Penner. Ja, okay. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich könnte mal ein paar Bomben legen. Aber wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir uns nicht verhaspeln hier. Was denn jetzt? Ist ja komplett wieder low geworden jetzt. Hä? Was ist denn jetzt los? Hast du das gesehen? Einfach komplett wieder in den Easy-Mode gewechselt. Hä? Alles One-Hits hier? Tschüss. Hä? Was? Das ist ganz komisch. Eben konnte ich mich kaum halten auf Ebene 50 bis 55 und jetzt sind wir wieder hier in dem Low-Bereich unterwegs. Also weniger anspruchsvolle Gegner. Vor allem weniger starke. Na komm her, Feuerfledermaus. Hier kommt eine schöne Bombe für dich. Hä? Was war denn da los? So, jetzt wird es wieder heftiger, glaube ich. Ebene 60. Nö. Es bleibt erstmal simpel. Shit! Okay, kann der irgendwas von mir verschlucken? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe, er kann nicht mein Schild verschlucken.
Mein Schwert müsste nicht gehen. Ich hoffe, das geht. Okay. Ich glaube, das war okay so. Boah, ich habe einmal alles gekillt, oder? Ja. Okay. Düdelü. Jetzt müsste es wieder einen Wechsel geben. Das scheint halt jetzt wieder von vorne anzufangen, ne? So, tschüss. Und du... Ja. Ich hole einen Bumerang. Sonst erwische ich den nicht. Den kleinen nervigen. So. Okay, 62, Leute. Über die Hälfte haben wir bereits. Hier haben wir die Bombe. Oh. Das kam jetzt unerwartet. Oh, warte. Ich mach mal kurz so. Dann der kriegt auch noch einen. Ich glaube, den erwische ich nicht, aber ich probiere es mal. Doch, habe ich erwischt. Nice. Und den da hinten habe ich auch noch erwischt. Hi. Ich bin da, um dich zu töten. Gut, gut, gut. Weiter geht's. So, ich wechsle einmal auf den Boomerang. Also der nervt mich am meisten aktuell hier. Der komische Schädel. Okay. Schon wieder so einer. Oh oh. Wo ist er? Zack, zack und... So. Okay, schön. So, 65. Jetzt kommt wieder was Stärkeres, glaube ich. Ja, da kommt... Ah. Warte mal. Okay, der ist schon wieder im Ich-geh-weg-Modus. Das ist schlecht. Ich brauche den Hammer. Richtig? Ja, warte mal. Hammer-Time. Hi. So, warte, ich hau erstmal den jetzt kurz weg. Der ist super nervig, ey. Ich hasse ihn. So. Okay, jetzt kann ich in Ruhe den Feuertänzer machen. Ba-ba-ba-ba. Und demnächst auf jeden Fall mal einen Trank reinschlucken, glaube ich. Boah, der hält aber auch was aus, ne? Die sind schon immer super tanky, diese Typen. Ich finde, da könnte man ruhig einen Treffer weniger machen, weil im Endeffekt sind die ja nicht schwer, sondern einfach nur langwierig aktuell. Meine Meinung zumindest. Oh, na klar. Okay, pass auf, wir machen jetzt mal so einen Bombenhagel. Ah, das ist, glaube ich, überhaupt keine schlechte Idee, dass ich das mache. So.
Ja, ich brauche Mana, ne? Mana und Leben. Wäre geil, wenn ich eine Fee hätte, ganz ehrlich. Oh, das war knapp. Okay. Das war wunderbar. Das war eine super Runde, Leute. Nice. Direkt wieder rein ins Schlamassel. Okay, jetzt geht's schon wieder richtig eklig los hier. So, wartet mal kurz. Ich lege jetzt hier mal ein paar Bomben kurz hin. Wir haben aktuell sowieso sehr viele Bomben. So, da ist auch noch diese blöde Fledermaus. So, zack. Okay. Fabelhaft. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, Leute. Habe ich mir verdient, oder? Ah, so, Ebene 69. Okay. Aha. Fledermaus. Nervigster Gegner. Shit. Ja, ich werde jetzt einen Trank nehmen gleich, Leute. Ich nehme jetzt einen Trank. Sicher ist sicher, ne? Ich will jetzt hier nicht... Ich will jetzt hier nicht irgendwie auf Risiko spielen. Guck mal, da sieht das doch schon viel besser aus wieder, oder? Wunderschön. Okay. Weiter geht's. Let's go. Ebene 70. Wir haben es bald geschafft, Leute. Ja, das war... unvorteilhaft. Okay, warte. Wir gehen hier mal kurz in den Modus rein. Und hier schieße ich auch nochmal einen Pfeil. So. Der da oben, der ist schon weg. Okay. Ja. Ach so, shit, die sind ja auch noch da. Was? Oh Gott, was? Oh nein, das ist so ein Beschwörer. Das ist so ein Beschwörer-Dude. Der macht gar keinen Schaden. Ach du Kacke. Ja, die sollten Priorität haben beim Zerschnäckseln. Nee. Den kann ich auch mit einer Wirbelattacke hauen. So, warte mal, dich. Genau, das geht auch. So, irgendwo ist noch eine Fledermaus da oben. Komm mal her. Das war jetzt schon wieder so eine komische Runde. Zu easy. Aber ich beschwere mich nicht. Ich freue mich über solche Runden. Mittlerweile. So, na komm mal her. Ach Mann. Ich hasse das Vieh so sehr, ne? Also Schattengrabscher ist für mich so eins der schlimmsten Gegner. So kriege ich den hin, ohne? Jawohl. Schön mit Wirbelattacke geht auch klar. Okay. Hey, voll geil. Oh ne. Halt, stopp. Zack. Fledermaus ist auch irgendwo am Start, oder? Ach, egal. Ich sehe sie gerade nicht. Da ist sie. Okay, Fledermaus. Okay. Fabelhaft. Ebene 74. Das geht auf jeden Fall. Sehr schön. Und du? Tschüss, du Penner.
Okay, 75. Jetzt wird's wieder schwieriger. Ah, natürlich trifft mich dieses Vieh, ne? Und Schattenlink ist auch am Start. Okay, warte. Wir gehen erstmal kurz hier in den Modus. Mal kurz ein bisschen aufräumen. Oh oh. So, jetzt mein Freund. So, nochmal abvisieren. Ich verstehe nicht, warum manchmal funktioniert das. Gell, da geht das jede Runde. Aber manchmal trifft das halt gar nicht. Natürlich darf ich auch nicht ins Feuer. Das ist super nervig. Lass dich doch einfach treffen, Junge. Danke. Kommst du da so ein bisschen auf Reichweite an? Auf welche Reichweite ich das mache? Eigentlich nicht, ne? Manchmal klappt es und manchmal nicht. Hey, du sollst mich nicht schlagen. Der schlägt mich, der Penner. Gibt's ja wohl nicht. Seht ihr das? Der schlägt mich einfach. Aber der macht gar keinen Schaden, oder? Kriegt viel mehr Schaden durch das Feuer. Meine Güte, das war ja scheiße. Das war richtig scheiße. So, Ebene 76. Oh, noch 25 Wellen. Na, bitte lass das gut sein. Ah, schrei doch noch länger. Da braucht er auch wieder eine extra Einladung. Ah. Ich könnte demnächst auch mal den Helm aufsetzen. Wir haben halt auch echt viele Rubine. Zack. Zack. Ich glaube, ich lege hier einfach mal sporadisch eine Bombe hin und keine Ahnung, let's go. So. So. Und tschüss. Okay. Natürlich. Die wissen genau, dass diese Fledermäuse die nervigsten Gegner sind. Das wissen die einfach zu 100% genau. Und die Zombies sind dann so die zweitnervigsten, ganz ehrlich. Okay, irgendwo ist noch was. Wahrscheinlich hier so ein Skelett, genau. Stalfos. Ah, treff mich doch. Mann. Bam. Hm, Fledermäuse. Nö, ganz viele Gyptos. Kein Bock auf Gyptos. Okay, ich mach den linken zuerst. Also der eine ist ein Gypto, das andere ist ein Zombie. Und Zombies gehen immer zu Leichen von Gyptos. So, schön. Ebene 80. Leute, wir nähern uns dem Siedepunkt. Jo, geil. Ich hatte echt Glück, dass der mich jetzt nicht getroffen hat, der Typ, ne? Natürlich ist auch noch so viel am Start, na klar. Alter. Jetzt hat die keinen Bock mehr, die Hand. Die Hand einfach keinen Bock mehr hatte.
So. Jetzt können wir wieder reden, Kumpel. Zack. Zack. Okay, ich glaube, es könnte... Ja, ich sollte jetzt wieder mehr meine Uhr benutzen. Auf jeden Fall. Ebene 81, Leute. Jetzt kommen schon solche. Solche hat man noch gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay, das ist jetzt auch schon wieder eher eine leichtere Konstellation hier. Amos-Ritter, Bird. Die Vögel sind auch irgendwie ganz crazy, die greifen gar nicht an. Okay, gefällt mir. Kann so bleiben. Shit. Natürlich. Hey, dieser Vogel, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Was ist denn mit dem? Doch, jetzt hat er mal Bock. Hi. So, und du? Lange nicht gesehen. Zack. Ja, so kann es easy bleiben. 85, Leute. So. So. Zack. Zack. Das war 85? Was zur Hölle? Hä? Okay. Bümchen. Geistchen. Ah, okay, das war doof. Und er noch. Tschüss. Geil. So gefällt mir das. Ich frag mich echt, ob er oben runterkommt dann. Das wäre so cool. Also, ja, gegebenenfalls wäre das cool. Oh. Habt ihr den gesehen? Zack, zack und zack. Mach ich einfach mal. Just for fun. Okay, den juckt das gar nicht. Na klar. Aber jetzt, ne? Oh ja. Okay. Der kam unerwartet. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Boomerang und dann haben wir es auch schon. Sollte er sich mal treffen lassen. Okay, schön. Gute Runde. Zack, zack. Let's go. Ebene 89. Leute, wir kommen in die 100er. In den 100er Bereich. Können wir den eigentlich nur mit dem Enterhaken töten oder geht das auch mit dem Schwert? Okay, Hauptsache von hinten, mit was ist egal. Cool. So, dann haben wir schon wieder so ein komisches Vieh. Ba, 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 ba. Hi, yo. Take this. Das war Ebene 89. So, jetzt wird es nochmal schwieriger. Und dann kommen wir in den 100er Bereich, in die letzten 10, Leute. Na genau, spawn einfach in mir. Was eine Kacke. Okay, aber trotzdem noch gut gemeistert, denke ich. Was ist das Scheiße, ey. Einfach unter mir hochgeschossen, das Vieh.
Jetzt sollte es theoretisch nochmal schwieriger werden, oder? In den nächsten Etagen. Zumindest in den letzten 5, denke ich, kriegt man nochmal alles zu spüren. Bin ich mir relativ sicher. Okay, Fledermäuse. Ja, Fledermäuse. Fledermäuse sind immer scheiße. Was war das denn? So. Ich gehe mal ganz kurz auf Bomben. Da haben wir zum Glück noch relativ viel von. Ja. Okay, er war jetzt der Einzige, der mich nervt. So. Oh. Okay, schön. 999 Rubine, wollte ich nur mal sagen. Scheiß Fledermaus, ey. Scheiß Fledermaus. Okay, wait a minute. Wait a minute. So. Ja, gibt gar keinen Sinn, ne? So. Hi. Okay. Ebene 95 ist das jetzt. Ja, Leute, soll ich nochmal einen Trank nehmen? Ich mache auf jeden Fall erstmal den, damit ich nochmal ein bisschen Magie verbrauche. So, ich lasse hier mal alles spawnen. Mach mal so, ne? Mach mal eine schöne Wirbelattacke. Da ist schon wieder Schattenling am Start, ne? Hallo? Wie oft soll ich dich denn anschießen, bis du getroffen wirst? Diese blöde Fledermaus. Was ist mit dir? Eingeschlafen oder was? Achso, er hat gewartet, bis mein Schild weg ist oder was? Du bist ja ein schlauer Schlingel. Ein schlauer Schlingel. Scheiß Schattenlink, ne? So nervig. Komm! Mach dein Schild runter. Hol dir lieber mal so ein Schwert, was ich hab. Ist viel effektiver. Pass auf, das ist dann Etage 100. Da steht er da mit dem Big Ron Schwert. Manchmal geht das so gut, ne? Manchmal gar nicht. Zack, zack, okay. Ich denke mal einen Treffer noch. Okay. Wir gehen wieder auf die Uhr. Das war Ebene 95. So, Leute, die letzten 5 Etagen haben angeschlagen. Zumindest die letzten 5 für mein Ziel. Okay. Wieder so simpel jetzt? Ich versteh's nicht. Ich check's nicht. Und es bleibt auch simpel. Bin echt gespannt, was auf Ebene 100 passiert. Ja, die sehen so cool aus, die Skuldis. Okay, ich werde mir aber gleich erstmal einen weiteren Trank genehmigen, weil ich habe keinen Bock, dass hier aus Versehen irgendein Treffer landet und ich dann doch noch sterbe. Ja, war dumm. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Moment, um den nächsten Trank zu nehmen. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Ich weiß, wir haben noch viel Mana gehabt. Aber hey, wir sind fast am Ziel. Deswegen, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich denke, ihr seid da bestimmt auf meiner Seite. Ihr wollt ja auch 100, Ebene 100 erleben.
Ja, tschüss. So, Ebene 99, Leute, jetzt ist Finale. Jetzt ist Finale Ebene 100. Ist die irgendwie besonders? Bis jetzt sieht das überhaupt nicht besonders aus. Also ganz ehrlich, Ebene 50 bis 55 war die härteste. So. Zack. Hallo? Das war's. Das war Ebene 100. Ich versteh's nicht. Welle 101. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Wellen aus Sicherheitsgründen und dann würde ich halt bei der nächsten Möglichkeit würde ich das dann verlassen. Ist für mich dann genügend. Oder was meint ihr? Wir könnten das jetzt noch weiter treiben, das Spiel. Wir haben ja noch ein paar Kapazitäten. Aber warum? Wenn alles andere mir nicht mehr zu bieten hat. Warum soll ich da noch extra Arbeit machen? Obwohl es schon cool gewesen wäre, wenn er hier runtergekommen wäre. Vor allem wird es jetzt ja auch wieder leichter. Ich verstehe es nicht. Also auf Ebene 50 hatten wir wirklich unseren höchsten Schwierigkeitsgrad, finde ich. 50 bis 55 ungefähr, da ging es richtig ab. So. Ja Leute, aber ich denke, wir haben es offiziell gemeistert. Ebene 100, wir haben noch Kapazitäten. Also ich denke, wir hätten locker... Also wenn wir jetzt so weitermachen würden, 150 wäre glaube ich drinne, weil jetzt ist halt auch wieder leichter geworden, deswegen ich bin da voll der Meinung, wir hätten da locker Ebene 150 geschafft. Vielleicht sogar mehr, wenn ich mich konzentriere. Aber wir werden jetzt, ich glaube nach der Runde geht das Feuer wieder aus, dann verlassen wir die Arena. Geht noch nicht aus. Achso, erst ab 109, ne? 109 geht's vorher aus. Stimmt. I forgot it. Wo kommt der denn jetzt her? Nein! Ja, okay. Aber wenn er mich stunt, erwischt er mich nicht. Interessant. So. Aber Leute, bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich bin sehr gespannt, was es für ein Objekt gibt. Also wenn es eins gibt, ich hoffe halt, dass wir da jetzt das letzte Item bekommen. Was ist denn hier los? Meine Fresse. Ihr seid so nervig. Bleibt mal stehen. Zack. Hinten rennt noch eine Feuerfledermaus rum. Oder fliegt. Die rennt ja nicht. So. Nice. 107. Ja, ihr merkt auf jeden Fall, wir hätten easy noch ein paar Runden durchgehalten, Leute. Ich meine, klar, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad leicht. Aber warum soll ich mir jetzt hier noch fett Mühe geben und versuchen auf irgendeinem schweren Modus beziehungsweise auf mit Strafe hier durchzuballern, wenn wir doch jetzt eigentlich das Spiel abschließen wollen und einfach nur den Fortschritt noch sehen möchten. Was kann hier noch passieren? Was ist noch möglich? Warum sollte ich diese 100 Ebenen machen? Aus welchem Grund? Der muss ich mir noch erschließen. Ah, zack. Okay, das war Ebene 108. Jetzt, nach der Ebene, müsste das Feuer ausgehen. Okay, da habe ich gut reagiert. Ja, genau. Ich bin ausgewichen.
Sehr schön. Ah, du bist auch noch am Start. Hi. So. Und das Feuer geht aus, Leute. Wir machen mal kurz hier einen Save Point. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Und gehen raus. Wir haben mehr als 100 Ebenen. Wir haben 109 Ebenen geschafft. Mal gucken, er hat uns auch was zu sagen. Hi. Ich habe alles beobachtet und du bist wirklich die Person, die ich mir gewünscht habe. Du hast mir die Hoffnung zurückgegeben, die ich schon verloren geglaubt hatte. Ich freue mich wirklich für dich. Ich habe dir ein kleines Geschenk im Sternrefugium hinterlassen. Probier es aus. Was ist ein Sternrefugium? Sternrefugium? Geh und probier dein Geschenk aus. Es befindet sich im Stern. Was ist denn das Sternrefugium? Hallo? Sternrefugium? Ist das hier der Schlafplatz oder? Erstmal einen Schluck Kaffee. Ach, das Ding oder was? Lesen. Wir kriegen kein letztes Item oder was? Okay, geil. Also wir haben jetzt quasi als Geschenk für die 100 abgeschlossenen Ebenen hier die Soundbox bekommen, wo wir quasi random Musik abspielen können. Ah, hier, die Musik, wenn wir gewonnen haben, die so ein bisschen an Draconia erinnert. Oder? Ich glaube, ja. Nee, ist nicht Draconia. Ich glaube, ist so einfach so eine Zelda-Musik. Nee, ist doch Draconia, glaube ich. Nee, ist Zelda-Musik, aber so gespielt, so halt auf einer Klampfe, ne? Die erinnert so ein bisschen an Breath of the Wild, glaube ich, an den Typen, der da immer steht. Mit der Klampfe. Ja, okay, schon sehr cool. Alles klar, aber wo kriegen wir das letzte Item her? Gibt es überhaupt ein letztes Item? Frage an den Chat. Ich werde nochmal kurz nachgucken, ob ich irgendwas finde. Weil irgendwie fühlt sich das hier unvollständig an. Dementsprechend, ich gucke mal. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Sollte es noch irgendwas geben, irgendein Item, was man da haben kann, dann werde ich euch das jetzt noch zeigen. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Es scheint kein weiteres Item zu geben. Das heißt, wir sind wirklich completed. Wir haben alles, was geht. Wir haben auch die 100 Ebenen jetzt gemeistert. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Projektstatus und würde damit dieses Projekt jetzt offiziell beenden. Das sind unsere Rekorde. Wir haben 16 Misserfolge, 108 Wellen, 3800 Gegner. Kolosseum haben wir 51. Das sind die Gegner, die wir getötet haben wahrscheinlich. Ja, das ist unser Rekord. Ich bin sehr zufrieden damit. Und damit würde ich jetzt sagen, offiziell beenden wir dieses Projekt. Ich bedanke mich für euch oder bei euch fürs Zusehen und schaut auch gerne beim nächsten Projekt mit rein. Morgen wird es starten und das wird wahrscheinlich ein A Link Between Worlds Randomizer sein. Bis zum nächsten Mal, das war's von mir, euer Zelda-Junge. Tschüssi.